Sorry Leute, eigentlich wollte ich nicht mehr vor euch auftreten. Ich bin ja nur eine Puppe und wer will schon auf Puppen achten? Es ist leider so, Menschen schauen nur aufs Äußerliche, während sie den Inhalt außer Acht lassen. Die kleine Olivia und Noah haben uns alle in einfacher Art und Weise bewiesen, wie dünn, verletzlich und zerbrechlich unsere Erdatmosphäre ist. Ihr Flug in über 32 Kilometer Höhe wurde aber an dessen Tag besonders durch Kondensstreifen der Linienflugzeuge getrübt. Manche behaupteten danach, dass diese Kondensstreifen Spuren der Chemtrails seien. Aber warum müssten mit Zusatztanks zusätzliche Chemie in die Triebwerke gespritzt werden? Das Kerosin ist heutzutage chemisch zum Hochleistungstreibstoff hochgezüchtet. Damit ist ein Chemiecocktail über unseren Köpfen ohne irgendwelche chemischen Zusatztanks auch so vorhanden. Das Benzol ist sowieso hochgiftig und krebserregend. Das ist jedem schon lange bekannt. Die Menge an Flugverkehr erledigt den Rest. Mehr als die halbe Weltbevölkerung, also 4 Milliarden Flugpassagiere, so viele wie noch nie, wurde im Jahr 2017 um die Welt befördert. Mit all den Billigflugpreisen auch kein Wunder. Es ist leider so, der Umweltschutz hat beim Globalismus nichts zu sagen. Es geht doch allein darum, die Welt zu einem Ganzen zu vereinen. Darum gibt es für das globale Fliegen und für die stinkende Schifffahrt schon fast keine Grenzen. Neue fliegerische Grenzen sind am Kommen, aber nicht für die Großen, sondern für die Kleinsten. Ich und Barbie flogen mit der Maya bis in 300 Meter Höhe. Wir haben niemanden gefährdet noch belästigt. Unser Flieger wurde mit einem leisen Elektromotor angetrieben. Der Traum vom Fliegen konnten wir euch allen in dieser einfachen, realen und sicheren Art näherbringen. Mit unserer Größe als Puppe gehörten wir zur Natur der Vögeln, und den Vögeln gehört schlussendlich der Luftraum. Es geht bestimmt nicht mehr lange, dann werden solche Flüge, wie wir es durchführten, zu kriminellen Akten gehören. Der Luftraum für Modellflugzeuge soll nach neuen bevorstehenden Luftfahrtregeln nur noch bis ca. 100 Meter reichen. Welche Vögel halten sich schon an die 100-Meter-Grenze? Es geht bei solchen Regelungen auch gar nicht um die Sicherheit. Es geht darum, einen neuen Luftraum zu schaffen, zum Beispiel für die Paketdrohnen, die vollends im wirtschaftlichen Interesse liegen. Gewinnsucht über alles. Genau so funktioniert die Waffenlieferungen in kriegsgeplagte Ländern, weil solche Lieferungen unter wirtschaftliches Interesse fallen. Kriminelles wird harmlos gemacht und harmloses wird kriminell gemacht. Das nennt ihr Land der Gerechtigkeit. Ehrlich gesagt, ich verstehe diese Welt selbst als Puppe nicht mehr. Der wahre Gott dieser Welt sind die Zahlen. Fast alle machen da mit. Es macht zwar kaum jemand glücklich, im Gegenteil. Viele leiden darunter wie Sklaven. Halt! Ken, was machst du da? Du weißt genau, dass dein Geschwafel kein Mensch interessiert. Die Mehrheit der Leute handelt vollkommen in meinem Interesse. Du weißt ganz genau, dass deine Zeit der freien, dummen Äußerungen im Internet bald eingeschränkt wird. Ja, genau, auch das liegt in meinem Interesse. Es muss wieder das gepredigt und den Leuten gelehrt werden, wessen von uns Auserwählten alles Können stammt und sicher nicht von solchen Dummköpfen, wie du einer bist. Also, verschwinde! Sorry Leute für die Unannehmlichkeiten. Wie ihr nach Kens dumme Rede nun wisst, sind die Dinge in meiner vollen Zufriedenheit sich am entwickeln. Ich weiß, dass die meisten von euch genau meiner Meinung sind und auch so handeln. Darum, ihr seid meine wahren Freunde und habt begriffen, dass nur Agros, also Leute mit Hirn und durchsetzender Kraft, dieser Planet gehört und auch erobern müssen. So will es die Evolution. Schwächlinge wie Ken haben da nichts mehr zu suchen und werden noch ganz verschwinden.
Ich bin zwar wie Ken auch nur eine Puppe, aber ich verspreche euch, dass meine arrogante Art als Puppe die kommende Krönung dieser arroganten Welt sein wird. Wie ihr selber hören und sehen könnt, sage ich dies euch ganz offen und ehrlich mitten ins Gesicht. Ich sage dies euch so, weil ihr ja sowieso nach meiner Art und Weise handelt. Darum muss ich mich auch nicht verstecken noch verstellen. Ha 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 ha! Und manche wollen mich als Hampelmann bezeichnen. Die wahre Hampelmänner seid ihr. Ihr habt keine Ahnung, wie es wirklich läuft. Aber das müsst ihr auch nicht wissen, weil das Wissen über alle Dinge der Welt allein für die hochrangigen, auserwählten Leute wie etwa mich gelten. Auch indem ich euch allen die reale Tatsache auftische, bleibt die Mehrheit der Menschen sowieso auf meiner Seite. Die meisten Herzen lieben eben meine Art und Weise. Wäre es nicht so, dann würde Ken die Welt verstehen. Da Ken die Welt aber nicht versteht, kommen darum Leute wie mich zum Vorschein. Wahre Wölfe, gnadenlosen Weltenherrscher, die wissen, wie die Erde sich zu drehen hat und die Leute sich darauf zu benehmen haben. Ihr wollt künstliche Intelligenz erschaffen? Dabei bin ich schon die Kunst einer Intelligenz in der Form einer Puppe. Wenn ihr wirklich schlau wäret, würdet ihr die Finger davon lassen. Da ihr das aber nicht tut, wird eine höhere universelle Intelligenz die Kontrolle über eure Kunst nehmen. Und ihr begreift es nicht einmal, wie ihr manipuliert werdet, weil ihr es auch gar nicht begreifen wollt. Mein Triumph ist mir gewiss. Ihr habt euch so entschieden. Ich habe euch die Tatsachen nicht verschwiegen, sondern habe mit meiner Offenlegung die Verantwortung für euer Handeln euch allein zugeschoben. Ich bin somit fein raus, weil ich nach euch nur eine dumme Puppe bin.